Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir stehen jetzt vor der Tagung der geschäftsführenden Vorstände der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und der SPD-Bundestagsfraktion. Das wurde früher einmal im Jahr gemacht. Wir haben uns vorgenommen, das jetzt einfach öfter zu machen, weil trotz aller Sachen, die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle trennen, ganz, ganz viel Tagesgeschäft auch ansteht, wo wir auch wirklich liefern, wo wir einiges auf den Weg gebracht haben. Wir werden uns heute unterhalten über den gegenwärtigen Stand, wie die Klimagesetze umgesetzt worden sind. Da sind wir sehr, sehr schnell. Da haben wir momentan sehr, sehr viel im Parlament. Es ist so, dass wir uns über die Konjunktur unterhalten werden. Das wird also gemeinhin momentan so ein bisschen ausgeblendet, dass wir durchaus einige Herausforderungen haben, dass die Wirtschaft weiter gut laufen wird. Und wir stehen kurz vor der Verabschiedung des Bundeshaushaltes. Das heißt, wir werden uns gemeinsam sehr, sehr intensiv auch über den Bundeshaushalt 2020 unterhalten. Nächste Woche ist die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Da gibt es also auch noch eine Menge zu klären. Ein wichtiges Thema wird aber auch die Halbzeitbilanz, die Bestandsaufnahme sein. Und ich glaube mal, da haben wir einiges zu verkünden. Haben wir viel geliefert in vielen Bereichen, ist uns bestätigt worden von der Bertelsmann Stiftung. Die wussten noch gar nicht, was wir jetzt die letzten drei Wochen gemacht haben. Also ist da noch mehr dazu gekommen und wir haben uns das so aufgeteilt, dass der Kollege Mützenich jetzt all diese Erfolge vorstellen wird. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich auch, dass wir heute eine gemeinsame Tagung der geschäftsführenden Fraktionsvorstände haben und es ist eine richtige Entscheidung, dass wir uns nicht nur einmal im Jahr treffen, sondern auch dokumentieren, dass es zwischendrin verschiedene Themen gibt, die wir uns gerade als Schwerpunkt nehmen sollten. Das ist uns sehr wichtig, dass auch hier im Haus diskutiert wird, wie Herr Brinkhaus gesagt hat, über die Fragen des Haushaltes, die jetzt vor der unmittelbaren Entscheidung stehen, aber auch die Klimaschutzgesetze, die uns ganz wichtig sind, die wir ja auch erarbeitet haben, die jetzt im Parlament auch einen Weg finden, wo wir auch noch weitere Gesetzentwürfe erwarten. Auch das spielt eine Rolle. Und dann natürlich auf der anderen Seite auch Fragen, wie möglicherweise die Konjunkturentwicklung, die Schattenseiten, die auch in Richtung Deutschland ein bisschen wirken, aufgenommen werden können. Aber in der Tat, es ist Zufall. Als wir das damals geplant hatten, wussten wir nicht, dass heute das Kabinett die Bestandsaufnahme zur Kenntnis nimmt, den Bericht, der heute in der Öffentlichkeit insgesamt ja auch möglicherweise einsehbar ist. Für uns zeigt schon, dass die Koalition eine gute Wegstrecke gegangen ist. Der Korb ist gut gefüllt, aber es gibt noch viele Initiativen, die im Koalitionsvertrag damals verankert worden sind, die noch auf Verwirklichung hoffen. Auch die Grundrente ist genannt. Da haben wir uns vorgenommen, am Sonntag zu einem Ergebnis zu kommen. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir arbeiten wollen. Und das zeigt im Grunde genommen auch, dass insbesondere, und das ist jetzt auch die Aufgabe des CDU-Parteitages, aber auch des SPD-Parteitages, die Bestandsaufnahme als Bewertung zu nutzen. Damals war die Idee bei den Koalitionsgesprächen, eine Bestandsaufnahme zu machen, um sich noch mal selbst zu vergewissern, was brauchen wir noch, was können wir sozusagen an Initiativen, die gefunden worden sind, auch auf die Herausforderungen lenken. Und ich glaube, deswegen ist das ein gutes Termin, den wir heute gefunden haben, dass sich die geschäftsführenden Fraktionsvorstände damit befassen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Tatsache, dass heute die geschäftsführenden Fraktionsvorstände zusammenkommen, ist auch ein Zeichen, dass wir gemeinsam erfolgreich weiterarbeiten wollen. Wir wissen, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen, gerade auch die Fragen der Konjunktur, der wirtschaftlichen Entwicklungen können neue Herausforderungen für uns alle mit sich bringen. Deswegen schauen wir uns heute auch im Detail den Haushalt und die haushalterische Entwicklung im Bund an. Die Herausforderungen, die da kommen, das wissen wir, die brauchen auch starke und selbstbewusste Fraktionen. Deswegen auch das Zeichen der gemeinsamen Sitzung heute. Und genau unter diesen Annahmen wollen wir heute dann auch zu guten Ergebnissen kommen. Es ist eine gute Tradition, dass wir uns immer wieder in diesem Format treffen. Das ist ein Format, das lösungsorientiert arbeitet
unaufgeregt und auch die eine oder andere Schwierigkeit, die sich im Laufe von Verhandlungen ergeben hat, auflösen kann. Auch genau in diesem Sinne wollen wir diese Sitzung, diese Klausur heute begehen. Ja, also das Signal ist, egal ob stürmt oder schneit und ob es raucht oder kracht, hier im Maschinenraum, in den Fraktionen wird weitergearbeitet. Jeden Tag, wir haben diese Woche alleine wieder 10 Gesetze, die wir durch den Deutschen Bundestag bringen, wichtige Gesetze im Sozialbereich. Wir bringen auf dem Weg hier die Änderung der Strafprozessordnung und viele, viele andere Sachen. Das heißt also, wir arbeiten. Also ich würde jetzt mal Folgendes sagen, was heißt hier Streit? Also wir haben sachliche Fragen, die müssen wir am Ende des Tages klären. Dazu ist es auch wichtig, dass wir uns die entsprechende Zeit nehmen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ein Eingriff in das deutsche Rentensystem nicht trivial ist. Das ist eine Sache, die nimmt man nicht wieder zurück. Da hängt vieles mit vielen zusammen. Und insofern haben wir uns die Zeit entsprechend genommen. Und dass man unterschiedliche Auffassungen hat, das gehört auch dazu, weil sonst wären wir in der gleichen Fraktion. Also ich will auch für meine Fraktion sagen, Streit ist ein zu großes Wort. Wir haben Diskussionen. Wir wären einigungsfähig aus unserer Sicht gewesen am Montag dieser Woche. Es sind gute Vorschläge in der Arbeitsgruppe erarbeitet worden. Wenn aber der Koalitionspartner der Auffassung gewesen ist, es gibt noch unbeantwortete Fragen, dann werden wir das tun. Aber es ist ja auch niemandem entgangen, dass von dem einen oder anderen auch die Grundrente in einen anderen Zusammenhang gebracht worden ist. Aber ich denke, wir werden das lösen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das im Sinne auch der Menschen lösen, weil wir sind mit dem Thema Grundrente auch gemeinsam angetreten, den Menschen, die 35 Jahre lang in die Rentenkassen eingezahlt haben, aus der Grundsicherung herauszuholen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen kann auf der Strecke. Wir arbeiten konstruktiv an diesem Thema. Wir wissen, dass einige Diskussionen da noch vor uns stehen. Wir haben gestern ja eine sehr gute Debatte in unserer Fraktion gehabt zu diesem Thema. Das ist übrigens Rente, ein Thema, das sehr viele Kolleginnen und Kollegen intensiv auch beschäftigt. Da ist sehr viel auch im Detail an Wissen und Fragen da, das man klären muss. Und dazu haben wir in den letzten Wochen ja ein Paket von Vorarbeit mit geleistet, sodass wir also davon ausgehen, dass wir dort zu den Endverhandlungen auch kommen können. Und ja, wie die dann ausgehen, das hängt sehr stark davon ab, wie viel Bewegung auf jeder Seite immer zur Verfügung steht. Aber konstruktiv wird es von allen Seiten begleitet.